den PXO von J-Rocket Audio Designs habe ich heute für dich zum Test. Und für was steht PXO? Das steht für Phil X Overdrive. Phil X ist ein amerikanischer Gitarrist, der derzeit der Gitarrist bei Bon Jovi ist. Und er hat auch schon für Alice Cooper gespielt und Avril Lavigne und diverse andere als Session-Gitarrist. Das ist ein alter, langhaariger Rocker, der auf marschelige Overdrive-Sounds steht. Und der wollte halt flexibel sein, auch mal mit einer anderen Backline, mit einem anderen cleanen Amp seinen Sound hinzukriegen. Und da hat er mit J-Rocket Audio Designs zusammen sein Overdrive-Pedal entwickelt. Und das zeige ich dir heute vor einem Marshall JTM45. Das ist eine Simulation eines JTM45 und die kommt von meinem XFX. Und ja, man kann hervorragend vor dem XFX Pedale spielen. Gut, los geht's. Das ist der Sound, den das Pedal hat, wenn es aus ist. Also, wenn das Pedal nicht im Signalweg ist. True Bypass. Also so klingt der Amp. Okay, und jetzt schalte ich das mal an. Ich habe so ungefähr Mittelstellung. Und dann kommt das bei raus. Also, Rock ist angesagt. Und ja, wie gesagt, von einem cleanen Amp, ne? Clean. Mit Pedal. Gehen wir mal kurz die Regler durch, die wir hier sehen. Wir haben hier Volume. Volume bestimmt die Ausgangslautstärke des Pedals. Ja, also. Wenn ich das natürlich voll aufdrehe, wird natürlich der Eingang von meinem XFX härter angesteuert. Das heißt, der simulierte Amp zerrt. Nein, der übersteuert nicht, der zerrt einfach mehr. Also nur der Amp, ne, der hinten dran ist. Nicht. Also das Pedal zerrt nicht mehr, ist einfach nur mehr Lautstärke, ja. Dann haben wir einen Treble-Regler für die Höhen zu bestimmen. Und einen Bass-Regler. So, diese Regler sind sehr, sehr hilfreich, wenn du so ein Pedal, das ja deinen Sound dann darstellt, vor einem fremden Amp spielst. Ja, aus irgendeinem Clean Amp, keine Ahnung, es könnte ein Fender Twin sein, es könnte ein Deluxe sein, es könnte ein cleaner Marshall sein, ja, ein Silver Jubilee oder ein Plexi oder ein JTM45 clean eingestellt, ja. Du weißt es nicht, deswegen ist es wichtig, hier eine Klangregelung zu haben, dass du sagen kannst, okay, machen wir so oder machen wir so. Dann ist der nächste Regler natürlich der Gain-Regler. Und da gucken wir jetzt mal, was der alles so zu bieten hat. Der Gain-Regler. Ganz wenig. Kann man jetzt immer noch den Volume boosten und den Amp mehr zerren lassen, ne? Mhm.
Also verschiedene Möglichkeiten haben wir hier. Bisschen mehr. Da waren wir eben schon, ja? Mal mehr. Und noch mehr. Voll auf. Habe ich jetzt meine ganze Aggression reingelassen von eben. Ich nehme das Video nämlich jetzt zum dritten Mal auf, weil zweimal meine schöne Fujicam abgekackt ist und einfach aufgehört hat aufzunehmen. Keine Ahnung. Jetzt ist alles Panasonic und das bleibt auch so. Braucht jemand eine Fujicam? Egal. So, das ist der Gain, der jetzt erstmal nur im Drive-Pedal drin ist. Und jetzt wirst du sagen, das ist doch nur ein Drive-Pedal. Nee, es ist gleichzeitig nämlich noch ein Boost-Pedal und den Boost können wir getrennt regeln. Die obere Reihe ist für das Drive-Pedal, die habe ich dir eben gezeigt. Und die untere Reihe, diese zwei Regler hier und der Schalter, sind für das Boost-Pedal. Jetzt machen wir erstmal aus hier, Drive aus, ja. Und machen wir Boost an. So, ich mache jetzt mal den Level voll hoch, guck, dass ich nicht übersteuere, weil der hat sehr viel Reserve. Okay, der Exafix zeigt Clip. Also ist ein bisschen zu viel Ausgangsdings. Für einen Röhrenamp natürlich völlig egal, wenn es ein echter ist. Ne? Gibt gut Geld, aber du hast jetzt auch nichts Komisches gehört hier. Ne? Hat wahrscheinlich so eine Sicherheitsschaltung drin und sagt Clip, aber in Wirklichkeit klippt er gar nicht wirklich. Klingt nicht nach digitaler Verzerrung, oder? Klingt gut. So, gehen wir trotzdem sicherheitshalber ein bisschen zurück. Und jetzt haben wir hier noch einen anderen Regler. Das ist der sogenannte Tilt-EQ. Und ein Tilt-EQ macht Folgendes. Das ist Bass, das ist Höhen. Und wenn du den Tilt-EQ in der Mitte hast, sind Bässe und Höhen gleichmäßig. Wenn du jetzt den drehst, gehen die Bässe höher oder die Bässe runter, die Höhen höher oder umgekehrt. Ja? Ja, und in der Mitte ist der Punkt, wo praktisch die Frequenz ist, wo sich's teilt. Und dann wird unten abgesenkt, oben angehoben oder umgekehrt. Ja? Das macht der Tilt-EQ, das zeige ich dir erstmal hier mit nur Boost an. Ja. Oben ist es fast ein Treble-Booster. Ja, zeigt er wieder Clip. Okay, zurück in die Mitte. So, was wir jetzt machen kann mit diesem Schalter, wir können jetzt sagen, diese Stufe hier, diese Boost-Stufe ist hinter dem Drive-Block. Dann können wir praktisch den Drive-Block hier hinten dran mit EQ versehen. Und lauter machen. Was natürlich jetzt dazu führt, dass der Amp mehr verzerrt, ja? Und es klingt geil, ne? Okay, das war zu heavy für Phoenix. Was wir aber noch machen können. Wir können den davor schalten und den internen Drive anblasen. Und dann können wir jetzt auch mal den Level voll aufreißen und ein bisschen mehr Höhen. Und du merkst, es ist ein ganz anderer Charakter. Machen wir nochmal ein bisschen zurück.
also, ob die Klangregelung jetzt hier vor der Verzerrung von dem Pedal arbeitet oder hinter der Verzerrung von dem Pedal arbeitet, ist ein riesengroßer Unterschied. Und somit ist das Pedal extrem flexibel. Und du kannst jetzt zum Beispiel hingehen, kannst das schön anboosten und kannst aber so eine Art Treble Booster reinmachen. Nee, nicht Post, sondern Pre. Du kannst praktisch den Sound tighter machen. Oder dumpf machen, wenn du sowas willst. Du siehst also, das ist ein unglaublich vielseitiges Pedal, was verzerrte Sounds angeht und natürlich zugeschnitten auf das, was Phil X gerne mag. Und das ist eine Geheimwaffe vor einem geliehenen Amp, sage ich jetzt mal. Natürlich, auch wenn du einen Amp immer hast, klingt's auch geil, aber du kannst das unheimlich shapen und durch diesen zusätzlichen Boost, den du Pre- oder Post schalten kannst, kannst du enorm viel aus diesem Pedal rausholen. Gut, muss ich noch kurz erwähnen, was für eine Gitarre ich hier gespielt habe. Die habe ich noch nicht offiziell vorgestellt. Das ist meine Panucci 59. Falls ihr die Videos von der Guitar Summit gesehen habt, wisst ihr, dass ich die dort gekauft habe, bei Panucci selber. Und ja, ist sie nicht schön? Ja. Und warum habe ich die gewählt? Weil der Phil X halt auch solche Gitarren meistens spielt in der Richtung. Ne? Also LP-Style, manchmal auch eine SG, aber oft auch einfach eine Les Paul-Style-Gitarre. Und das ist, ja, ist ein schönes Instrument und passt extrem gut zu diesem Demo heute. Gut, das war's für dieses Video. Check das Pedal aus. Ist richtig, richtig geil. Und ich finde auch, die Optik ist mal wieder, ist so ähnlich wie die vom Airchild. Ich habe es jetzt leider eingepackt. Falls du das nicht gesehen hast, das Video, Airchild, einer der geilsten Kompressoren, die ich je getestet habe. Und es hat die gleiche Optik in diesen geilen Reglern hier. Ja, das war's jetzt wirklich. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben, freue ich mich sehr. Wenn es dir nicht gefallen hat, gib mir zweimal den Daumen nach unten, Kanal abonnieren, Glöckchen drücken nicht vergessen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.